Der Mensch ist keine Nummer. Leben und Überleben von Marcella Kranichkova. Heute ist Dienstag. Ich komme mit guter Nachricht nach Hause. Mein Geschäft, ein Geschäft für Antiquitäten, lief heute sehr gut und ich bin in bester Laune. Lange schon habe ich nämlich meine Familie nicht mehr mit guten Nachrichten überraschen können. Aber heute nicht mehr mit. Unsere Familie hat 4 Mitglieder. Der Kopf der Familie bin ich. Der Vater, Jude. Isaac Hermann. Meine Frau, jüdischer Herkunft, heißt Sarah. Ich habe vor 18 Jahren geheiratet. Kennengelernt haben wir uns im Geschäft. Sarah liebt Antiquitäten. Damals hatte sie sich in ein sehr teures Porzellan verliebt. Ich habe es ihr geschenkt, weil sie mir sehr gefiel und ich es mir leisten konnte. Wir sind uns näher gekommen und wir wurden ein unzertrennliches Paar von Lieben. Und ich liebe sie bis heute. Ich habe 2 Kinder, der Ältere heißt Josef und die Jüngere Rebecca. Josef ist 17, er geht aufs Gymnasium und hat sehr gute Noten. Ich würde mich freuen, wenn er nach der Schule Medizin studieren wollte. Rebecca ist gerade vor 2 Tagen 15 geworden. Ich habe ihr zum Geburtstag einen antiken Ring und eine Kette geschenkt. Sie hat ihn in unserem Geschäft gesehen. Und er hat ihr sehr gut gefallen. Die Schule interessiert sie nicht so wie Josef. Aber sie ist nicht die Schlechteste. Am meisten Spaß macht ihr Stenografie und Maschinenschreiben. Und sie würde eine ausgezeichnete Sekretärin werden. In dem Haus, in dem wir leben, ist es ungewöhnlich ruhig. Ich gehe zur Eingangstür, schließe auf und rufe: Sarah, Kinder, ich habe gute Nachrichten für euch. Doch beim Anblick der Zerstörung vergesse ich, sie wieder zu schließen. Nach einer Weile taucht die Nachbarin auf und sagt: Naja, lieber Herr, die werden Sie wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Sie sind schon weg. Ich starre sie mit offenem Mund und ungläubigen Augen an. Ich traue meinen Ohren nicht. Platze heraus. Wo? Die Nachbarin hat auf die Frage schon gewartet und antwortet prompt: Sie haben sie ins KZ gebracht. Sie kommt näher und stammelt: Ihre Frau hat Ihnen das nicht sagen wollen. Ihre Worte dröhnen mir im Kopf. Sie begreift und geht weg. Zum Moment kommen mir einige Kleinigkeiten wieder in den Sinn, die ich übersehen hatte. In den letzten Tagen waren alle irgendwie verschlossen, zerstreut. Zum Beispiel heute früh hat sich Sarah irgendwie komisch von mir verabschiedet. Anders. Sie machte mir Rührei zum Frühstück, das ich so gerne esse, und hat mich die ganze Zeit angeschaut. Sie fragte mich, ob mir nicht kalt wäre, ob ich nicht etwas zu essen mitnehmen möchte und ähnliches. Mir wurde schwarz vor Augen. Und es überkommt mich ein Schwindelgefühl. Ins KZ? Wohin ins KZ? Sind sie zusammen? Wie kommt es, dass sie mich nicht auch geholt haben? Warum weiß ich nichts davon? Ich wäre lieber bei ihnen. Wir hätten gemeinsam fliehen können. Was mache ich alleine? Ein beklemmendes Gefühl überkommt mich und ich sinke in den Sessel. Mir wird schlecht. Auf dem Tisch liegt etwas. Es ist eine Nachricht von Sarah. Ich lese: Liebling, am Freitag bekamen wir die Aufforderung zum Transport. Wir wollten dir nicht noch mehr Sorgen machen. Dich haben sie wahrscheinlich vergessen. Manche mache es dir nicht noch schwerer, als es ist. Gib auf dich Acht. Ich liebe dich. Sarah. Ich überlege, was ich tun soll. Fliehen? Wohin?
Sie können noch heute kommen, sich verstecken, sie finden mich. Ich bin verzweifelt, stelle mir 1000 Fragen, auf die ich keine Antworten finde. Ich sollte mich wenigstens ein bisschen auf den Schrecken vorbereiten. Was erwartet mich? Ich kann froh sein, dass ich noch überlegen kann. Ich nehme das Telefon und wähle die Nummer meines Bruders, der am anderen Ende der Stadt wohnt. Ich möchte mich ihm anvertrauen. Das Telefon läutet. Die Nähere niemand nimmt ab. Das nicht auch noch. Sie auch. Der Bruder, seine Frau, 3 Kinder. Ich gehe ins Badezimmer, um mich zu waschen. Ich muss einen kühlen Kopf bewahren. Ich muss überlegen, was und wie weiter. Das Beste wird sein, wenn ich mir alles aufschreibe, was ich tun muss, damit ich nichts vergesse. Erstens, Frau Müller, meine Verkäuferin, benachrichtigen, was mit dem Geschäft geschehen soll. Zweitens, genügend Lebensmittel besorgen. Drittens, mich auf den eventuellen Transport vorbereiten. Und wie schaut das überhaupt aus in den Lagern? Wie läuft das dort? Sicher schlafen? Sie sehr hart. Wo könnte ich etwas... Weiß schon, die alte Eichenbank von der Veranda. Groß genug ist sie und hart auch. Ein Polster. Haben Sie überhaupt welche? Wahrscheinlich schon, aber aus Stroh. Ein Tasak gestopft mit Stroh. Perfekt. Aber wo bekomme ich Stroh her? Von den Kaninchen müsste noch etwas übrig sein. Ja, da ist noch etwas und fertig ist das Polster. Und im Lager arbeitet man, ja, darauf muss ich mich auch vorbereiten. Und wie anders als durch Arbeit. Es ist schon Abend. Ich bin schrecklich müde. Ich gehe ins Bett. Aber ich kann nicht einschlafen. In Gedanken stelle ich mir 1000 Mal die Frage, warum? Morgen muss ich mich ums Geschäft und die Lebensmittel kümmern. Endlich schlafe ich ein. Es ist 7:30 am Morgen. Der Wecker, der mich drängt, ihn auszuschalten, zerreißt die Stille und trennt die Nacht vom Tag. Langsam erinnere ich mich an den gestrigen Tag. Ich zähle an den Fingern ab, was ich noch alles machen muss. Muss ich? Ich muss nicht. Aber ich sollte. Ich stehe auf, weil ich Hunger habe. Hunger. Nicht, aber ich sollte. Also Hunger. Den lerne ich erst dort kennen. Im Lager. Eine schreckliche Vorstellung. Schon jetzt krümme ich mich vor Hunger. Tee. Ungesüßt. Damit ich beginne, mich daran zu gewöhnen. Mit Brot. Selbstverständlich trocken. Aber es stillt meinen Hunger. Morgen muss ich mir eine kleinere Scheibe abschneiden. Noch einmal rufe ich mir den Plan in Erinnerung. Am Vormittag gehe ich zu Frau Müller und übergebe ihr die Vollmacht über das Geschäft. Ich kenne sie schon lange genug und weiß, dass sie nichts machen würde, was dem Geschäft schaden könnte. Traurig nickt sie mit dem Kopf und stellt keine Fragen. Ob sie von allem gewusst hat? Ins Geschäft muss ich nicht mehr. Alles ist geregelt. Ich kann mich auf mich selbst und auf meine Zukunft konzentrieren. Ich gehe ins Lebensmittelgeschäft, kaufe 2 Laib Brot und 4 Pakete Zwieback. Das Angebot in den anderen Geschäften ist auch nicht besser. Lebensmittel habe ich schon genug. Ich gehe mit dem Einkauf nach Hause. Nach Hause. Wie lange kann ich noch hier zurückkehren? Nach Hause. Wahrscheinlich nicht mehr lange, denke ich traurig. Ich halte die Tränen zurück, weil die Leute sich schon nach mir umdrehen. Lieber gehe ich schneller. Der letzte Punkt meines Plans. Die Vorbereitung auf den eventuellen Transport. Das wird nicht mehr so einfach wie die vorigen Punkte. Aber ich schaffe es. Ich will es schaffen. Wegen Sarah, Rebecca und Josef. Ich schaue mir meine Hände an.
Sie sind weich und weiß wie Schnee und ohne Schwielen. Sicher werden sie mich zwingen zu arbeiten. Im Garten gibt es genug Arbeit. Ich nehme mir meinen Rechen, kehre das ganze Laub zusammen und bringe es auf den Kompost. Das beschäftigt mich für den Rest des Nachmittags. Ich überlege, dass ich beim nächsten Mal schneller arbeiten muss. Dort werden sie mich zwingen. Hier mache ich das selbst, freiwillig, um mein Leben zu retten. Es folgen Wochen schwerer Arbeit. Ich muss meine Hände an harte Arbeit gewöhnen und mich nicht nur physisch, sondern auch psychisch vorbereiten. Ich arbeite im Garten, hebe schwere Sachen und gehe lange mit schweren Lasten auf dem Rücken. Trainiere, werde stärker, laufe die Treppen rauf und runter und ähnliches. Abend für Abend lege ich mich mit nur einem Gedanken müde ins Bett. Wann wird das alles enden? Und wann werde ich meine Familie wiedersehen? Nach kurzer Zeit habe ich die Hände voller Schwielen. Aber ich war zufrieden. Ich sagte mir, jetzt bin ich vorbereitet. Jetzt können sie kommen. Es dauerte nicht lange. Und sie fanden heraus, dass sie mich vergessen hatten. Die Klingel läutete. Furchteinflößend. Als ob sie schlechte Nachrichten bringen würde. Seit Sarah und die Kinder weggegangen sind, hat niemand an unserer Tür geklingelt. Ich zucke zusammen. Ich erschrecke, aber trotzdem gehe ich öffnen. In der Türe stehen drei Soldaten. Einer von ihnen befiehlt, komm, und zeigt mit dem Gewehr in die Richtung. Einen kleinen Koffer mit meinen Sachen habe ich schon lange vorbereitet. Ich nehme ihn fest in die Hand. In der anderen Hand halte ich den Hausschlüssel. Ich schlage die Tür hinter mir zu und folge dem Anführer. Die anderen zwei gehen hinter mir, das Gewehr schussbereit. Wir kommen zum Auto. Ohne Worte zeigen sie mir, wo ich einsteigen soll. Ich wehre mich nicht, weil ich weiß, dass mir das nicht helfen würde. Mehr noch, das könnte mir schaden. Ich weiß nicht, wie lange wir fuhren, da ich vor Müdigkeit einschlief. Ich erwachte erst durch eine schwere Erschütterung des Wagens. Kannst du nicht bremsen, wollte ich fragen, aber als mir bewusst wurde, wo ich bin, überlegte ich mir das noch einmal. Sie könnten mir die Sachen nehmen, die ich von zu Hause mitgenommen habe, und das will ich nicht. Steige aus und schaue mich um. Vor mir erstreckt sich ein Wald, dessen Ende man nicht sieht. Rechts verläuft eine enge Straße, die um einen eingezäunten Bereich führt. Dieses Stück Land ist mehrfach umzäunt. Der erste Zaun ist einfach mit Stacheldraht. Der zweite ist höher und stärker. Es gibt noch eine dritte Umzäunung, aber von der ist nicht viel zu sehen. Die Abstände zwischen den Zäunen sind gleich groß, ungefähr 3 Meter. Der Unterschied liegt darin, dass zwischen dem zweiten und dem dritten Maschendraht Wachhunde sind, die sehr gefährlich aussehen. Hinter dem dritten Maschendraht befinden sich Wachtürme. Auf jedem hält ein Soldat mit Maschinengewehr Wache. Und sie werden nicht zögern, diese zu benutzen. Innerhalb der Umzäunung stehen Reihen kleinerer Holzbaracken. Auf der rechten Seite ist ein breiter Weg, der an einem Tor endet. Kleine Pfade verbinden diesen Weg mit den Baracken. Links von mir ist die Straße, über welche wir gekommen sind. Und hinter mir erstreckt sich dichter Wald. Sie lassen mir nicht viel Zeit, um mich umzuschauen. Sie stoßen mich weiter in die Richtung des Tores, wo einer der Wachtürme steht. Einer von ihnen gibt der Wache ein Papier und tritt ab. Einer der Wachen mustert mich. Er gibt mir ein Paket mit Sachen in die Hand. Er stößt mich so, dass ich beinahe stürze und sagt, Marsch! Öffnet eine der Baracken, stößt mich hinein und schließt wieder ab. Es kommt mir vor, als ob jemand hinter mir das Tor zum Leben geschlossen hat. Überall sind schrecklich ausgezehrte, hungrige Menschen,
mit verstörten Blicken. So ähnlich werde auch ich aussehen. Eine furchtbare Vorstellung. Man schreibt das Jahr 1945. In den ersten Maitagen wurde das Konzentrationslager endlich befreit. Alle beeilten sich, nach Hause zu kommen, auch wenn sie ausgehungert und geschwächt waren. Unter ihnen war auch ich, Isaac Hermann. Ich war ausgezehrt, das Gesicht von Falten übersät, aber am Leben. Als sie uns sagten, wir wären frei, dachte ich, dass das nicht wahr sein könnte, dass ich das nur träumte. Aber ich träumte nicht. Auf dem Weg nach Hause traf ich gutherzige Leute, die mir zu essen gaben, zu trinken. Sie ließen mich baden, ausschlafen und besorgten mir neue Kleidung. Großer Freude habe ich die gestreiften Lumpen ausgezogen. Nachdem ich neue Kraft geschöpft hatte, eilte ich nach Hause. Endlich nach Hause. Die Tür stand offen. In der Wohnung war alles geplündert und zerbrochen. Auf einem nicht ganz zerstörten Stuhl saß ein Mädchen, den Kopf in den Händen und weinte. Ich ging zu ihr, sie drehte sich um. Rebecca, ach Rebecca, Vater. Die Welt um mich herum begann sich zu drehen. Ja, wir machen wie gewohnt eine kleine Schweigeminute zum Thema, um A, das Gelesene Revue passieren zu lassen und B, dem Ganzen ein wenig zu gedenken. Ja. Ja, dann bedanke ich mich auch von meiner Seite aus, dass ihr meinem Vorlesen gelauscht habt und ja, man sieht sich.